Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidokai und in diesem Video erkläre ich die Unterschiede zwischen Gain, Drive und Volume. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und Abo dalassen würdest, aber legen wir doch einfach mal los. Es gibt drei Begriffe, die immer wieder im Zusammenhang mit Lautstärke vorkommen. Das sind Gain, Drive und Volume. Diese Beschriftungen finden sich auf Hardware sowie Software und oft genug kommt die Frage auf, warum eigentlich drei verschiedene Begriffe für lauter machen? Die Frage ist berechtigt, aber ihr kennt mich gut genug, dass ich solchen Dingen dann einfach gründlich nachgehe und es gibt tatsächlich gravierende Unterschiede, wann welcher Knopf mit Gain, Drive oder Volume beschriftet werden sollte. Es ist tatsächlich richtig einfach, denn der Grund für jede einzelne dieser Lautstärkenanhebungen hat einen eigenen Zweck. Fangen wir mal mit einer einfachen Signalkette an. Ihr habt eine Gitarre, die stöpselt ihr in das Audiointerface und in der DAW kommt ein sehr schwaches Signal an. Dann dreht ihr an dem Knopf am Eingang des Audiointerfaces, um das Eingangssignal zu verstärken. Das ist das Gain. Mit dem Gain werden Eingangssignale verstärkt, sodass sie für die Weiterverarbeitung das richtige Lautstärkenlevel haben. Jetzt mit dem richtigen Lautstärkenlevel schickt ihr das Signal zusätzlich in einen Gitarrenamp oder einen Filter, um das Signal dort zum Beispiel zu verzerren. Zum Verzerren müsst ihr vor dem Effektgerät die Lautstärke stark anheben. Das ist das Drive. Damit wird erreicht, dass das Signal verzerrt wird und Obertöne entstehen, die im Effektgerät dann entsprechend weiterverarbeitet werden. Das Signal aus dem Effektgerät mixt ihr in euren Track und stellt die Lautstärke mit dem Mixerfader ein. Damit regelt ihr dann, welche Ausgangslautstärke, also Output, euer Signal haben soll. Auch mit dem Masterfader regelt ihr, wie laut das Signal aller Tracks insgesamt werden soll. Das ist das Volume. Dieses Konzept gilt im Großen, wie ich das eben geschildert habe, aber auch überwiegend im Kleinen, wobei der Gain-Knopf hier manchmal auch wandern kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Synthesizer habe, dieser produziert einen Sound mit einem Oszillator. Diesen Sound schicke ich in einen Filter. Vor dem Filter setze ich einen Drive, um das Signal stark anzuheben, damit es vor dem Filter verzerrt und im Filter dann gefiltert wird. Mit zum Beispiel einem Low-Pass-Filter nehme ich eine Menge hoher Frequenzen weg und die Lautstärke wird hörbar geringer. Um wieder die Lautstärke zu erreichen, die ich zuvor hatte, gibt es einen Gain-Knopf, mit dem ich das Signal wieder auf das notwendige Lautstärkenlevel anheben kann. Und schließlich passe ich mit dem Volume-Regler den Sound meines Tracks so an, dass er sich in das Arrangement einfügt. Zusammengefasst kann gesagt werden, Gain hebt das Signal für eine Weiterverarbeitung auf das gewünschte Lautstärkenlevel an. Drive verstärkt das Signal, um es in einem Effektgerät zu verzerren. Volume bringt das Signal auf die gewünschte finale Endlautstärke, so wie ich das später in meinem fertigen Track hören möchte. Wenn du gerne diese Videos schaust, dann gib mir doch bitte ein Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sendaidokai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Fragen oder Feedback hast oder dir ist irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.